Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit einem Podcast-Video zur Lage des Kanals, zur Lage der Homepage. Ja, ganz was Neues. Ja. Ich mache dieses Hilfevideo einfach nur dafür, dass ihr beim Ausfüllen dieses Formulars einfach gleich Hintergrundinformationen habt und auch gleich wisst, worum es geht, wenn ihr mir da helfen wollt bei der Entwicklung dieser Homepage. Wir haben das ja schon bei dem Podcast-Video vorab, das ich hochgeladen habe, ein wenig besprochen. Und diejenigen von euch, die sich jetzt auf diese Seite verirrt haben, sollten auch ein wenig Hintergrundinformation zu diesen Fragen haben. Ihr könnt hier, da werde ich das Video dann reinstellen, einfach das Video laufen lassen und ich werde euch dann Schritt für Schritt die Fragen erklären. Für diejenigen, die einfach nicht die Lust haben, 7 Klicks zu machen und eventuell noch einen Kommentar zu schreiben, habe ich hier unten ein Kommentarfeld eingebaut, wo ihr vielleicht einfach nur ein paar Zeilen reinschreiben wollt. Und ja, wenn euch das hier oben zu viel ist. Aber egal, wir gehen es einfach einmal an und durch. Diese Homepage, ja, warum ich die gemacht habe, ganz einfach. Ich wurde gefragt, hast du keine Homepage? Und ja, es hat ja schon jeder Kindergartenschüler eine Homepage und du hast noch immer keine. Und ja, eventuell gibt es da Möglichkeiten, die wir auf den YouTube-Kanälen nicht haben. Und drum fangen wir an. Ne? Also ihr könnt jetzt diese Homepage mitgestalten. Ich habe da jetzt ein paar Tage investiert, schon so einiges hochgeladen, einiges organisiert. Und wichtig für mich sind jetzt die Fragen hier, die ich da in dieses Formular gestellt habe. Die Ladezeiten, Leute, sind für mich wichtig. Ja, warum? Ich habe da keine Ahnung, warum bei manchen Homepages die Ladezeiten so kurz und so schnell sind und manches Mal bei mir extrem lang. Ich weiß nicht, hängt das da mit der mit dem Provider zusammen, den wir da haben. Wir sind da bei Jimdo, ja, und vielleicht auch, weil es gratis ist, aber wenn ich mir hier dann unter, ich schau mal, eine andere Seite unter Fallout schauen wir rein, das geht recht rasch, weil da sind keine so vielen Videolinks dabei, aber gehen wir mal auf die Videos von 0 bis 4 oder 0 bis 3, 0 bis 4, jawohl. Dann dauert das schon etwas länger und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Also, checkt einmal die Homepage durch, ob ihr mit den Ladezeiten leben könnt. Und wenn ihr Informationen dazu habt, einfach mal dazu schreiben, warum das so ist. Also, ich habe hier die Optionen sehr schnell, haut hin, ich hole mir ein Bier oder mir wächst der Bart. Ne? Also, ihr seht schon, es ist von sehr gut bis echt mies immer so aufgebaut. Die Fragen, ihr braucht hier nur ein Häkchen setzen. Ich denke mal, ich kann damit leben, also haue ich da mal einen kleinen Point rein. Die zweite Frage wäre die Übersicht und die Orientierung. Findest du schnell, was du suchst oder verlierst du die Übersicht? Das hängt damit zusammen, wenn ich auf eine Homepage komme, eine Startseite, und es gibt da massig an Informationen, aber ich habe da keine Struktur, wo ich mich durchklicken kann, dann fühle ich mich etwas verloren. Ich habe versucht, da eine gewisse Ordnung reinzubringen in der Leiste oben, also im Header, sind die Let's Plays, die gerade gespielt werden. Also wir haben hier Fable, dann haben wir Skyrim und wir haben, was haben wir noch? Ah, Fallout 3 ist ja gerade im Anfang begriffen. Und dann gleich mal die Videos dazu, die letzten, die hochgeladen worden sind. Dann kommt man gleich einmal auf ein Feld mit der Möglichkeit, hier einen Kommentar zu hinterlassen. Dann in der Seitenleiste gleich einmal ein paar Links und Links zu befreundeten Let's Playern. Das finde ich einigermaßen übersichtlich. Dann kommen gleich einmal die News und wenn sie kommen,
Ah, müsst schon draufklicken, auch, gell? Ja, okay. Da ist der Blog drinnen. Darunter könnt ihr euch dann durchlesen. Unter gewissen Foren habe ich da, also unter gewissen Themen habe ich da immer die Nachrichten reingestellt. Auch recht interessant. News bleibt News. Und dann kann man die aktiven Let's Plays hier, ja, mit den ganzen Reitern. Und zum Schluss kommt dann das Let's Play Archiv, ja. Das wäre hier. Ich finde da keine bessere Strukturierung als das. Wenn ich so darüber schaue, dann finde ich das eigentlich, ja, recht aufgeräumt, und ich finde auch gleich, was ich will. Ja? Gehen wir hier zurück zu dieser. Ja, wir müssen da klicken auch. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Egal, wir sind jetzt hier. Bei der zweiten Fragestrukturierung, ich habe das sehr gut, kann man lassen, etwas umständlich. Oh Gott, I dislike, ja. Oh fuck, Übersicht orientieren, sorry. Es geht ruckzuck, dass ich was finde. Es ist okay, wo ist der Scheiß? Wo ist der Scheiß? Was habe ich denn da wieder geschrieben? Und what the fuck, ich schmeiß die Suchmaschine an. Wie gesagt, von sehr gut bis sehr schlecht wieder mal ein Häkchen zu setzen. Ich finde es, ja, wenn ich was suche, zuck, ja, nicht ruckzuck, sondern so, okay. Dann die nächste Frage. Strukturierung der einzelnen Seiten. Was ist damit gemeint? Ist das System und die Weiterführung der Unterseiten okay? Wir gehen da jetzt einmal zu Fables O, ja, okay. Also beim einer Let's Play Seite ist zuerst mal eine kleine Beschreibung, oder schauen wir bei Fallout rein, Beschreibung und was sich aktuell so tut, und dann weiterführend hier gleich die Videos, die hochgeladen sind. Bei Fable 2 sieht man es besser, die bereits eingebunden sind, ja. Da haben wir zum Beispiel Fable 2, haben wir zwei verschiedene Let's Plays. Eins ist pausiert und eins ist aktiv, und das werden wir uns gleich einmal anschauen. Hier gibt es dann eine zusätzliche Beschreibung dazu, und ich habe versucht, auf jeder Seite so eine Kommentarfolder einzubauen, dass ihr überall gleich drauf zurückgreifen könnt, wenn ihr Anregungen oder, ja, Wünsche habt. Und dann eben diese Beschreibung plus dann hier die Videos dazu. Warum ich das jetzt aufgeteilt habe auf Videos mit 5 Videos pro Seite. Ihr seht, die Verlinkung mit YouTube haut nicht unbedingt super hin. Das braucht extrem lange, bis diese Video-Vorschaufenster da aufklappen. Deswegen finde ich, maximal 5 Videos pro Seite ist okay und auch genug. Naja, gut. Also dieses System, wie gesagt, hier wieder zurück. Ob der Aufbau der Unterseiten für euch okay ist. Mir fällt da nichts anderes ein. Man kann auch pro Video eine Seite machen, aber ich lasse mich da von euch überzeugen, was jetzt gut und was jetzt schlecht ist, ja? Wo sind wir hier? Strukturierung der einzelnen Seiten ist das System, die Weiterführung der Unterseiten okay. Sehr gut, kann man lassen, etwas umständlich. Oh Gott, I dislike. Okay, wieder von sehr gut bis schlecht. Und ja, vielleicht schreibt ihr dazu, ob ihr da Seiten kennt, die das anders machen, das euch besser gefällt. Okay. Übersicht, Strukturierung, und jetzt sind wir bei der Positionierung links und Follow Me Buttons. Die sollten eigentlich sichtbar sein, aber nicht aufdringlich. Ich habe jetzt in diese rechte Seite, in diese rechte Leiste hier, einfach diese Follow Me Buttons reingehauen. Das sind keine Follow Me Buttons, die wirklich gleich zu einem Abo oder was führen, sondern nur zur Seite, wo ihr dann ein Abo machen könnt. Ja. Das geht auf den YouTube-Kanal, das geht zu meinem Twitter-Account, zu Google Plus-Account und zum Facebook-Account. Also, das ist mal mit einer kleinen Erklärung dazu. Finde ich ja recht lieb, finde ich echt cool, was die Jungs da machen mit den ganzen GIFs. Aber, und bei den letzten Seiten habe ich auch hier oben das eingebaut, ja. Finde ich auch recht toll,
finde ich schön gemacht, deswegen denke ich mir, kann nicht schaden. Ich habe es bei den Kontakten und eben bei Help Me Please eingebaut. Sonst wäre es, glaube ich, zu kritisch und zu überladen. Was haben wir bei Skyrim und bei... Wir haben da einen Follow Me Button von Twitter, der ist automatisch auf der Homepage und gefällt mir von Facebook. Das ist integriert in der Seite. Das kann man einfach so installieren. Aber wie gesagt, und hier einfach diese Links und diese Links, also meistens sind bei diesen GIFs, die da, die animierten GIFs, auch Links dabei. Ob das in eurem Sinne ist und euch gefällt oder ob es schon zu aufdringlich ist, das wäre mir schon wichtig zu erfahren. Also echt perfekt, perfekt, passt. Schwer zu entdecken und wo sind die denn? Genau, ihr wisst schon wieder, links echt gut und rechts total scheiße. Und ich finde, aufdringlich ist es nicht unbedingt und zu erkennen dürfte es auch recht sein. Also ich würde mal sagen, es ist perfekt, ja. Ja, Eigenlob stinkt, egal. Gehen wir zur nächsten Frage. Informationsdichte. Gibt es genug Infos und Beschreibungen für die Games, News und Blogs? Was ist damit gemeint? Games, News und Blogs. Schauen wir gleich einmal. Hier, diese Informationen zum Beispiel, ja? Oder hier die einführende Beschreibung. Ich habe immer bei den Games von Spieletipps.de die Tests, Zusammenfassungen hier reingeschrieben. Die machen das recht toll und recht gut und man kann sich auch daran halten. Man kann dann auch auf die Homepage gehen von Spieletipps.de und mehr dazu lesen, weil die Tests sind oft 2-3 Seiten lange Berichte und das ist nur eine Zusammenfassung. Mehr wollte ich da nicht reinhauen. Wenn ihr mehr haben wollt, dann müsst ihr das einfach nur sagen. Zu den News zum Beispiel, wenn hier die Informationen alle in Blogform sind, ihr müsst hier dann nur auf mehr lesen tippen, dann kommt ihr zum Blog, wo einfach mehr Information dabei steht. Ich versuche halt immer ein wenig da hier reinzuschreiben, so bald ich etwas Zeit habe. Und ja, wie gesagt, wenn dann auch gleich bei der Welcome-Seite zu wenig Info ist über irgendwas. Ich versuche hier nur kurz ein paar Sätze zu den Videos zu schreiben, ein paar Stichwörter, damit ihr dann wisst, worauf ihr euch einlässt. Und ja, Informationsdichte. Wollt ihr mehr oder reicht euch das? Ja? Informationsdichte, informativ, mehr als genug ist ausreichend, wenig mehr bitte und viel zu wenig, genau. Wie gesagt, wieder von links sehr gut nach rechts, ja. Unbefriedigend, einfach da. Ich finde, es ist mehr als genug. Eigentlich nicht. Man könnte viel mehr schreiben, aber dann hat man nicht so viel Zeit zum Video machen. Okay, gut. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, mit einem Upgrade ein paar Sachen zu machen. Hättet ihr Lust auf einen Chatroom? Es besteht die Möglichkeit, einen Chatroom einzubinden. Genau. Chatrooms finde ich extrem cool, weil zur gewissen Zeit sich immer die gleichen Leute treffen und dann über das aktuelle Thema, das aktuelle Video auf dieser Homepage dann eventuell auch tratschen können. Ich werde versuchen, einen einzubinden, wenn ihr das wollt. Es ist nicht so einfach, man muss da einen anderen Provider finden, der auch dann hier das zulässt, also einbinden lässt. Und vor allem muss ich dann für Jimdo ein Upgrade machen, weil in der Gratis-Version ist das nicht möglich. Aber wenn genug sich da bereit erklären, ja, einen Chatroom, ja, für einen Chatroom, dann probiere ich das mal, ja. Es gibt Leute, die mögen das unbedingt. Ich habe das auch besonders gern, wenn es nicht so aufdringlich auf einer Seite ist. Aber es gibt Leute, die mögen das überhaupt nicht, weil, ja, ich weiß nicht. Auf dieser Homepage, auf dieser Gamingtosa Homepage, müsst ihr euch weder anmelden noch sonst irgendwas machen. Nur manchmal den Namen eintragen. Und bei den Kommentaren und beim Guestbook könnt ihr dann auch eure Homepage eintragen oder eben eure
YouTube-Seite, ja. Das wird dann hier als Link angezeigt und jeder, der dann das sieht, kann einfach auf den Link tippen und kommt dann automatisch zu eurer YouTube-Seite. Guestbook ist so ähnlich wie ein Chatroom. Ihr müsst dann halt immer nur die Seite aktualisieren, um zu schauen, ob derjenige, der online ist, auch noch etwas gepostet hat. Aber ein Chatroom ist halt viel einfacher und viel übersichtlicher. Ja. Und einfach wieder hier setzen. Also ich habe es besonders gern, also haue ich da mal einen Punkt rein. Da sind wir fertig. Dann haben wir das nächste noch, ein Newsletter wäre auch möglich mit einem Upgrade. Ich finde ein Newsletter extrem praktisch, wenn ich nicht immer eingeloggt sein will überall und nur einmal kurz in meine E-Mail-Adresse reinschaue und sehe, aha, da ist ein Newsletter, ein wöchentlicher oder monatlicher von Pipapo, und dann kann ich mir das in Ruhe mal anschauen. Sind meistens eh nur Heater drinnen, also Schlagzeilen, und dann weiterführend der Link zu dem, was ich mir dann genau ansehen will. Echt praktisch, gleich im Postkasten, ohne irgendwo einzuloggen oder irgendwo nachzuschauen, kommt monatlich oder wöchentlich ins Haus. Und ja, also wenn ihr ein Newsletter wollt, einfach mal hier, wäre extrem praktisch. Vielleicht weiß keiner darüber noch Bescheid und ist unentschlossen, oder brauche ich ganz und gar nicht. Es gibt auch Sachen, Newsletter kann man ja auch ganz einfach abbestellen, ja, einfach ein Disclaimer rein, ich will nicht mehr, und dann kriegt es auch nicht mehr. Aber das könnte ich auch noch für euch machen. Und zu guter Letzt, ja, die letzte Frage ist einfach ein offenes Textfeld, wo ihr Anregungen einfach reinschreiben könnt, ja. Alles Mögliche, was euch so in den Kopf kommt, was ihr noch für Ideen habt, was schön wäre auf einer Homepage, und das war's dann auch schon. Ja. Ich bekomme diese Listen dann immer, also dieses Formular immer zugeschickt auf meine Mailbox, und kann mir dann daraus so ein kleines Muster über die Wünsche, die ihr habt, erstellen, und werde dann versuchen, euren Wünschen entgegenzukommen, wenn es möglich ist. Es ist nämlich sehr viel Arbeit für einen Typen wie mich, eine Homepage zu machen, der so überhaupt keinen Plan von der ganzen Materie hat. Es hat schon lange genug gedauert, dass ich mich da in das System von Jimdo reinarbeite. Dann gehören auch noch Bilder animiert, so kleine Gimmicks gemacht und ja, alles mögliche Sachen zusammengesucht aus dem Internet. Und weil es ja ein Non-for-Profit Unternehmen ist hier, habe ich mir erlaubt, die Fremden einfach einzubauen. Ich glaube, die haben nichts dagegen, wenn ich damit kein Geld verdiene. Normalerweise müsst ihr bei den Homepages dann immer aufpassen, wenn ihr fremde Sachen nehmt, einfach aus dem Internet, die haben ja auch einen Urheberrechtsschutz drauf. Ja, die wollen damit ja auch Geld verdienen. Die machen die Dinger ja auch recht schön, wenn man da unten schaut. Ich finde das so cool. Aber gut so. Wir haben jetzt den ganzen Fragebogen durch. Ich hoffe, ihr nehmt das in Anspruch und nehmt ein wenig teil am Aufbau der Homepage hier. Wäre schön, ja. Und wenn nicht, dann belassen wir es einfach so. Ich werkel so dahin ins Blaue und schauen wir, was daraus wird. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, und ich hoffe, ihr helft mir. Ich wünsche euch in diesem Sinne noch einen schönen Feiertag. Ich werde mir jetzt noch eine Halstablette reinschmeißen und ja, noch ein Postkastenvideo drehen. Alles Liebe, Leute, euer Toso. Ciao.